Achtung, jetzt. Hallo Masters-Fans, herzlich willkommen zur Oktober-Ausgabe von Giganten, das Fanmagazin. Euer inoffizielles Fanmagazin rund um die Neuigkeiten der Masters of the Universe. Ja, wir haben es mittlerweile schon Herbst und da gibt es eine Menge Neuigkeiten, worüber ich euch gleich informieren möchte. Und zu Beginn fangen wir erst einmal an mit unserer beliebten Rubrik Die Figur des Monats. Prinz Adam. Ja, Prinz Adam in der Classics-Version, denn diese Figur war in dem Package von Orko beigelegt damals. Und Prinz Adam ist für mich diesmal die Figur des Monats, weil ich erstens Prinz Adam als Charakter richtig geil finde, weil hinter ihm, ihr wisst es ja, steckt ja He-Man. Und weil Super 7 im September ja auch den Neo-Vintage Prinz Adam veröffentlicht hat, die zwar für mich persönlich nicht sehr gut gelungen ist, dazu kommen wir aber auch gleich, aber trotz allem ist für mich, wie gesagt, Adam, ja, mein absoluter Lieblingscharakter der Masters of the Universe. Und es haben sich auch einige von euch diesen Charakter auf unserer Internetpräsenz bei Facebook unter Giganten das Fanmagazin gewünscht. Und wie gesagt, auch hier die Classics-Version sieht richtig gut aus. Da ist er schon sehr originalgetreu dem Filmation-Comic, finde ich. Kopf sieht richtig gut aus. Und macht sich echt sehr gut in meiner Vitrine. Und ja, und das hat ihn ausgezeichnet für diesen Monat, also für den Oktober, unsere Figur des Monats zu werden. Und ihr könnt gerne in die Kommentare reinposten, ob vielleicht Prinz Adam auch euer, ja, euer Liebling ist oder welchen Liebling ihr habt, beziehungsweise gerne mal im nächsten Monat sehen möchtet. Ja, von der Figur des Monats kommen wir nun zu unserer Rubrik Aktuell. Ja, da hat gestern Super 7 allen Vorbestellern der William Stout Collection sowie der Club Grayskull Wave 4 informiert, dass diese Waves erst im Dezember erscheinen werden. Denn geplant war es ja eigentlich, dass die Club Grayskull Wave 4 im September erscheinen soll und die William Stout Collection sollte ja im November erscheinen. Jetzt hat Super 7 ja diese beiden Waves für Dezember angekündigt. Für einige kommt es natürlich richtig gut vom Geldbeutel, denn Weihnachten, Weihnachtsgeld, man bekommt Geschenke, man bekommt Geld von den Lieben. Damit kann man ja seine Waves ja finanzieren. Trotz allem für andere Vorbesteller ja, ist das schon ein Schlag ins Gesicht, denn wir warten ja schon fast ein Jahr auf diese beiden Waves und wir können es ja kaum noch abwarten. Aber trotz allem sind das nun die letzten Waves, die Super 7 denn nun in der Masters of the Universe Reihe veröffentlicht werden. Und damit verabschieden sie sich denn aus dem Figurenbereich der Masters of the Universe. Denn ihr wisst ja, bis auf die Reaction-Figuren darf Super 7 ja keine Figuren mehr für 2020 herstellen. Und ja, da ist das natürlich ein krönender Abschluss. Und wir sind dann gespannt aufs nächste Jahr. Da steht ja noch an die Snake Mountain von Super 7. Da wird es auch sehr eng werden mit dem Erscheinungstermin Februar 2020. Wann diese nun erscheinen wird, steht noch nicht richtig fest. Eigentlich wollte ja Super 7 ja monatlich über die Fortentwicklung von Snake Mountain berichten, aber davon hört man zurzeit auch nichts. Gut, Reaction-Figuren wurden ja jetzt auf der New York Comic Con vorgestellt, dazu kommen wir jetzt gleich auch. Ansonsten wird man oder hört man da von den Masters, auf Masters-Seite ja eigentlich gar nichts von Super 7 mehr. Aber wie gesagt, gute Neuigkeiten, trotz allem, Ende des Jahres gibt es noch die zwei verbliebenen Waves der Masters of the Universe-Reihe von Super 7. Ja, wie ich gerade schon mal kurz angesprochen habe, gibt es auch neue Figuren der Masters of the Universe Reaction aus dem Hause Super 7 zu bestaunen.
Denn Super 7 hat diese drei Figuren auf der New York Comic Con vorgestellt. Zum einen ist es Grizzler. Grizzler ist natürlich ein Charakter der Wilden Horde, samt Modulok, ebenfalls der Wilden Horde. Und in der Mitte sieht man noch ein Modulok, ja, und zwar in einer ganz mutigen Farbe, grün-rot. Ja, also der mittige Modulok, ja, sei mal dahingestellt, ob das wieder mal notwendig war. Es sei ja für mich grundsätzlich mal dahingestellt, ob diese Reaction-Figuren überhaupt notwendig sind. Aber wie gesagt, ihr Fans mögt diese Figuren, ja. Ja, und diese sind nun erstmal der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Wie findet ihr denn diese Figuren? Ich habe die ja schon bei mir auf der Facebook-Seite gepostet. Und der größte Teil fand diese Figuren jetzt nicht so knorke. Viele haben sich darüber aufgeregt, schon alleine von diesem mittigen Modulok. Ja, schon mal diese Farbgebung ist sehr gewagt, stimmt. Ist nicht unbedingt ein Must-Have für jeden Masters-Fan, aber wie gesagt, es gibt ja eine große Fanbase und die werden sich sicherlich diese Figuren dann auch bei Super 7 vorbestellen. Ansonsten hat Super 7 ja auf der New York Comic Con bis auf die Reaction-Figuren und den japanischen Umverpackungen der Neo Vintage ja gar keine Neuigkeiten rund um die Masters of the Universe-Welt dabei gehabt. So, und ansonsten gab es auf dieser Con gab es nichts von den Masters zu ja, bewundern, denn Mattel war auch nicht vor Ort mit den Masters of the Universe. Ja, und hier seht ihr schon, auf meinem Tisch gibt es die verbleibenden letzten 7 Figuren der Neo-Vintage-Reihe von Super 7. Die wurden nun, die wurden am 20. September wurden diese ausgeliefert für Leute, die sie vorbestellt haben. Diesmal war Space-Figuren leider nicht die ersten, sondern ich weiß gar nicht bei wem. Ich glaube, es war motoclassic.de, war das so? Ich weiß gar nicht. Auf alle Fälle, die haben die zuerst ausgeliefert. Und wie gesagt, das ist die abschließenden 7 Figuren mit der 4. Wave von den Neo Vintage. Und die werden jetzt leider eingestellt. Das haben wir ja schon öfter darüber berichtet. Und es sind wieder richtig gute Figuren dabei, muss ich lassen. Jetzt wirkt es ein bisschen hier chaosmäßig. Egal. Schon alleine Evelyn ist schon ein richtig guter Blickfang. Sie ist auch richtig gut gelungen. Und zusammen zum Beispiel auch mit Shadow Weaver. Weil viele Fans wollten ja Shadow Weaver unbedingt auch in der Line haben. Und die haben sie auch bekommen. Und das Grandiose ist es ja, dass Super 7 in der letzten Wave von der Club Grayskull Reihe wird auch da Shadow Weaver vorhanden sein. Also freut euch schon darauf. Schon hier ist die sehr, 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 sehr gut gelungen. Sehr, sehr, sehr gut. Und bei der Club Grayskull-Version wird sie noch besser. Das kann ich euch versprechen. Wie gesagt, Club Grayskull Wave 4 wird, wie gesagt, im Dezember ausgeliefert. Auch sehr schön gelungen ist, finde ich persönlich, Stratos. Und wie ich schon letztes Mal berichtet habe, wurde mit der Neo Vintage Wave 3 wurde komischerweise wurden auch schon dieser Transforming He-Man, ja, mit der besonderen geilen Verpackung und dem Schatten von Orko, der eigentlich total unnütz ist, aber auch egal, wurden diese schon in der Wave 3 ausgeliefert Anfang September. Warum auch immer. Naja, das ist halt die Politik von Super 7. Außerdem wurden noch die PowerCon Exclusives nun auch an die deutschen Leute ausgeliefert, für alle Vorbesteller, ja, die Figuren vorbestellt haben, war das auch wieder mal ein Fest. Ich habe, darüber habe ich auch ein Video gemacht, überraschenderweise habe ich, trotz dass ich auf der Warteliste stand und eigentlich alle Figuren ausverkauft waren, habe ich diesen Horde-Zombie-He-Man bekommen. Ja, sieht man den? Ja, sieht man, ne? Da war ich total überrascht, ja. Und darüber habe ich auch bei Fan das Sammlermagazin berichtet. Das poste ich euch alles mal, auch diese Reviews zu der Wave 4 von der Neo Vintage. Diese Review poste ich auch euch in die Infobox hier unterhalb des Videos bei YouTube.
Und wie gesagt, das ist so toll, habe ich mich so darüber gefreut, dass ich ihn trotz allem noch bekommen habe, denn man konnte die PowerCon Exclusives nochmal, im September konnte man noch die Restbestände, konnte man noch vorbestellen. Ja, da wurde extra nochmal drauf hingewiesen und die waren auch da ziemlich schnell weg. Und deswegen freut es mich persönlich, dass ich unverhofft noch einen Horde Zombie He-Man bekommen habe. Ansonsten würde ich sagen, die Line der Masters of the Universe Neo Vintage PS4 lohnt sich trotz allem. Ja, wie gesagt, mit Transforming He-Man und den Schatten von Orko, okay, kann man machen, kann man auch sein lassen. Aber ja, das war auch so eine News, die uns im September freulich bewegt hat. Ja, und dann gibt es noch im Oktober für uns Fans etwas Tolles. Denn vom 25. bis zum 27. Oktober findet am Rande von Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Lennestadt, findet die Grayskull-Con statt. Und da haben die Veranstalter nun die Exclusives dieser Con ja veröffentlicht. Und hier gehen wir mal ganz kurz durch. Da findet sich zum einen schon mal etwas ganz Besonderes. Und zwar gibt es da die Trojan-Maske zu kaufen. Trojan kennen viele aus den Masters of the Universe-Hörspielen mit der Folge 3, Sturm auf Castle Grayskull. Denn unter dieser Maske verbirgt sich Trapjaw. Und diese Maske könnt ihr nun auf der Con kaufen. Richtig mega geil geworden. Gut, das Gesicht hat ein bisschen was, also das erinnert mich so, das Kinn erinnert mich so ein bisschen an Michael Schumacher, Gott hab ihn selig, trotz allem fast. Oh, darf ich das jetzt hier sagen? Naja, gut. Ja, und das Besondere daran ist es zudem, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie Trojan eigentlich aussieht, weil es war ja ein Hörspiel. Aber die Macher der Con haben sich ihre eigenen Gedanken gemacht und die sind eigentlich ziemlich gut umgesetzt worden. Natürlich musste er, wie ich so sehe, natürlich auch blonde Haare haben, so wie es für einen Helden gebührt. Als zweites haben sie veröffentlicht das Zepter der unendlichen Macht. Dieses kennt man natürlich auch aus den Masters-Hörspielen und liegt auch, wie man so auf dem Foto sieht, richtig gut in der Classic-Version von Skeletor in Händen. Und das wurde auch richtig mega gut umgesetzt. Also da auch wieder mein Respekt den Machern. Und dann gibt es noch die kosmischen Nüsse. Dieses fanden auch im Masters-Hörspiel statt. Und zwar beim 8. Hörspiel, der Baum der sterbenden Zeit. Hier sieht man auch sehr schön Trapjaw, wer diese Nüsse in Händen hält. Richtig mega geil. Und zuletzt gibt es noch ein Exclusives. Das fand auch bei den Masters-Hörspielen statt. Man merkt, die Macher haben sich ganz dieses Jahr den Masters of the Universe-Hörspielen verschrien mit ihren Exclusives. Da gibt es nämlich die Honigbomben. Diese fand man im 12. Hörspiel unter dem Titel Der Herr der Wespen. Fand man diese Honigbomben, fand man da in der Story wieder. Da hält natürlich Beastman, wie auch aus dem Hörspiel man weiß, hält diese in Händen, obwohl er erstmal gar nicht wusste, was er damit machen sollte. Aber ihr wisst die Story ja, Skeletor hat ihn dann befohlen, diese abzuwerfen, damit diese den Man-at-Arms und He-Man treffen können, damit dann die ganzen Wespen zu denen hinströmen und zu Tode, ja, erstechen. Heißt es so? Ja, heißt so, glaube ich. Also nochmal mein Tipp, geht alle zur Grayskull-Con vom 25. bis zum 27. Oktober hin. Ihr müsst euch nur voranmelden. Die Infos findet ihr auf der Webseite von dem Veranstalter. Und was es noch bei der Con gibt als Exclusive, gibt es eine Mini-Grayskull. Ja, eine Mini-Castle-Grayskull gibt es da zu kaufen. Und ich finde wirklich, das finde ich wirklich mega hammergeil. Leider kann ich dieses Jahr nicht dabei sein, aber diese hätte ich gerne. Ja, also wie ich das so sehe, das Bild sieht mega auf. Schon alleine diese Umverpackung, ja, diese Umverpackung, wie diese gestaltet worden ist, mega professionell und die wirkt sich in jedem Regal noch nobler aus. Und wenn man da dazu noch die Castle Grayskull dazu packt, wirkt es noch immens edel. Abgefahren, nerdig,
bombastisch. Ich kann gar nicht mehr Worte dazu fassen. Also dafür alleine lohnt es sich schon, dahin zu fahren. Ja, es gibt noch einige weitere Exclusives auf der GrayskullCon, aber dazu geht ihr einfach mal auf meine Webpräsenz bei Facebook unter Giganten, das Fanmagazin. Da stelle ich sie euch im Einzelnen vor. Und das war nun unsere News für diesen Monat. Und nun gehen wir weiter mit der nächsten Rubrik, die heißt, ihr kennt es schon, gewusst. Da geht es um die Masters-Reihe 2000X. Denn habt ihr gewusst, dass King Randor in der dritten Staffel des 2000X-Cartoons von Faker umgebracht werden sollte? Ja, das plante zumindest Dean Stefan. Ja, und Dean Stefan war ja der Hauptautor der Reihe. Und das wäre wohl der absolute Knaller gewesen. Ja, Faker bringt unseren King Randor, ja, der Vater von Prince Adam, bringt er einfach um. Leider wurde diese Story nie umgesetzt. Und diese Zeichentrickserie 2000Xer umfasste ja, ihr wisst es ja schon, leider nur zwei Staffeln mit insgesamt 39 Episoden. Ja, jetzt halte ich Stratos nochmal in Händen, die Version von Neo Vintage Wave 4. Ich finde ihn jetzt bedingt gut gelungen. Wo ich ihn ausgepackt habe, also das Paket, wo ich das ganze Paket mit den ganzen Figuren bekommen habe, da habe ich ja euch ja auch ein Video gemacht, wie ich das eben schon in den News sagte. Fand ich ihn jetzt nicht so knorke, aber jetzt bei längerem Hinschauen ist er doch eigentlich gar nicht so übel. Ja, aber wie gesagt, die Neo Vintage verabschieden sich für 2019. Sie wird es nicht mehr geben, aber Mattel übernimmt das Ruder wieder und bringt ab Herbst 2020, wie wir es schon oft berichtet haben auf meinem Kanal, bringt sie ja die Masters of the Universe Origins raus und im Endeffekt sind das ja auch fast die gleichen Figuren, nur mit Gelenken und halt besserer Qualität, muss ich mal sagen. Aber trotzdem, einigen wird die Neo Vintage-Reihe schon, werden sie diese schon vermissen. Naja, egal. Wir beschließen nun unsere Oktober-Ausgabe. Wie gesagt, Prince Adam ist unsere Figur des Monats Oktober. Ihr könnt ja in die Kommentare gerne reinposten, wer oder was soll denn die nächste Figur werden. Und vielleicht habt ihr auch Lob, Kritik, könnt ihr auch gerne unten posten. Mir ist es nur wichtig, bitte auf einem gewissen Niveau posten. Ja, wenn ihr schon das Format vielleicht nicht gut findet, schreibt bitte unten auch ordentlich rein, warum nicht. Oder falls ihr es gut finden solltet, ja, dann gerne auch gerne positiv unten rein kommentieren. Ihr könnt mich ja auf YouTube verfolgen unter bumo.tv, da könnt ihr meinen Kanal abonnieren, würde mich mega freuen, genauso wenn ihr auf Facebook geht unter Giganten das Fanmagazin, da freue ich mich auch über jedes Gefällt mir und wenn neue Leute dazukommen, freue ich mich so wie Bolle, weil das ist das ist eigentlich so mit meinem Lebensinhalt, nicht nur, aber auch einen größten Teil, wie man so manchmal so sieht, auch in meinen Videos. Also ihr dürft euren Gedanken, euren Ideen freien Lauf bei mir lassen. Und da beschließe ich, wie gesagt, die Oktoberausgabe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im November mit einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss.